Digga, letztens hat auch Dieter im Gefängnis Marvin weggestochen, ne? Ah, Hilfe, ich wurde angegriffen! Mama, hilf mir bitte! Weißen, dann muss man aufpassen, dass ich... Ja! Nein! Ja. Hallo! Dann ein nach dem Training vorm Zocken. Ein wunderschöner Hakuna Mein. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action. Heute Transform Parkour. Gemeinsam, Digga, wirklich. Mit Nugi. Herzlich. Deko ist auch dabei. Willkommen, Deko. Du bist auch dabei, oder was? Dazu. 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 Klassiker. Muchachos, wollt ihr den auch haben als Wecker? Klingelton oder so? Dazu. Dazu. Muchachos. Schreibt in die Beschreibung rein. Genau, in der Beschreibung, Link zum Merch-Shop findet ihr da. Beim Merch-Shop einfach nur bei uns ganz runterscrollen, könnt ihr euch unseren originalen Wecker und Klingelton fürs Handy runterladen. Easy. Den müssen wir aber vielleicht nochmal erweitern, denn Muchachos, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Ja, einen wunderschönen guten Reis. Denn es ist mir ein bisschen zu lang, bis es richtig Attacke losgeht. Ne? Eigentlich möchte man ja wach werden, indem man sofort angeschrien wird. Und da ist ja am Anfang erstmal so chillige Musik, weißt du, so ein bisschen dies, das, Ananas. Ja, dass man ein bisschen, damit man die Chance hat, quasi nicht angeschrien zu werden. Ja, aber vielleicht müssen wir mal so die Extreme Edition raushauen, sodass du direkt am Anfang weggeballert wirst. Loser Wecker Extreme Edition. Oh ja, warte mal. Er würde mir gefallen, so Extreme Dinosaurs mäßig. Hat was, ne? Ihr beide habt verkackt, okay, mal wieder Stück. Ja, aber ich dachte erst, muss ich unten durch die Schüsse. Ja, okay. Ryan Dress. Dankeschön für diese sexy Map. Sogar Nugi ist besser als Deko. Ja, stimmt gar nicht. War mir auch Second Try. Ja, du bist doch rüber. Lol, du bist doch da. Du hast verkackt, Digga. Er ist wirklich. Aber hat er den Punkt? Er hat nicht mal den Punkt! Digga, wie schlecht er einfach ist, ey. Ja, aber ist doch jetzt unten oder oben? Ja, oben. Digga, was machst du denn da, ey? Ja, also war doch jetzt richtig oder nicht? Ja, war richtig, aber du warst schlecht. Digga, da bin ich doch nicht zu, Alter. Digga, Nugi, ja. Erstmal, Digga, Alter. Dankeschön. Ich fasse Nugi an, Alter. Er ist einfach instantly naked, Alter. Das ist meine Superkraft. Das hat Deko sonst nie. Das ist meine Superkraft, ist das. Geil! Oh! Nugi! Oh Mann, ey. Ein kleiner Schwanzgrabscher, Alter. Ey, was kann ich dafür, wenn ihr hier Brust baut? Das war sexuelle Belästigung. Nugi hat mich hier am Arbeitsplatz, hat er mir einen Arsch gepackt. Oh. Richtig aussortiert, Alter. Richtig spare, wow. Links und rechts, ey. Das zweite Mal jetzt schon, Alter. Lass mich doch mal hier einen richtigen Sprung machen. Bin ich hier drauf? Kann ein bisschen nochmal irgendwas machen, oder? Kann das sein? Digga, Nugi, warum bist du so gut geworden? Ey, ihr seid falsch, glaube ich, oder? Nee, ja, wir sind richtig. Ach, wir müssen da drauf. Ja, wir müssen drauf. Never, Alter. Ach so, zweimal. Zwei, Digga, das erste Mal Doppel-Bremssprung, oder? Ja, dann weg mit dir, du Lappen, ja? Nee, Digga, ich grab, das ist dein Arsch, grab ich mir jetzt, Wo ist die zweite Bremse? Hier, da, direkt nein. Da drauf. Nein! Oh. Alter, okay. Aber du, guck mal, da rechts haben wir doch sogar Autos, was du machen musst. Das ist doch alles vorgegeben. Du musst erstmal so, ja, und jetzt nochmal. Ah. Oh. Ey, schade. Warst du weit jetzt, oder was? Warte mal, ich boost mal am Anfang. Wir haben keinen Boost. Wir haben keinen Boost. Okay. Ja, leider nicht. Hab ich auch schon ausprobiert, aber... Jetzt! Hä? Da muss ich mich doch gerade hinballern? Alter, bei Deko war knapp. Ich fahr mal komplett nach hinten. Ja, aber also ich hab keine zweite Bremse bekommen. Oh. Jetzt schon zum 12. Mal oder so nicht. Oh, das war richtig schlecht, ey. Hä, wo ist denn die zweite Bremse, Junge? Auf dem Ding drauf. Ich bin ja richtig viel zu schnell, Alter. Okay, ich glaube, ich bin auch viel zu schnell. Alter! Hä? Ich habe sie gerade einmal bis sie bekommen. Null. Oder einmal habe ich eine zweite Bremse erwischt. Oder müssen wir rechts? Hä? Aber er sagt mir ja. Oh, Deko! Er hat es! Alter, er war jetzt so in einem Flow. Lol. In einem Flow, so? Digga, ich bin einfach instantly mit einem einzigen Jump rüber, Alter, weil ich einfach so ein fucking Profi bin. So. Oh, ja, dann ist ja einfach, Digga. Was denn? Keine Ahnung. So, das ist ja einfach. Lalalala, Profi-Möwe am Stissel. Also, mit einem, ja? Mit einem Sprung direkt rüber, ja. Okay. Hat einfach direkt profimäßig. Ah, okay. Hast du irgendwelche Tipps? Ich hab mich sehr weit nach vorne gebeugt. Oh. Bei Nugi ist aber...
Digga, aber so geht's. Hallo? Aber das hat mich ein bisschen irritiert, weil da zwei Autos waren. Aber es soll wahrscheinlich einfach nur die... Ja, und jetzt so, ja. Ah, das soll dann nur die Richtung, ja, soll das demonstrieren. Das heißt, man muss doch gar nicht zweimal machen. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass man zweimal machen muss. Ich auch, aber ich habe auch einmal eine zweite Bremse erwischt. Leute, ja, ich auch schon wieder. Nur bist richtig am Gleiten, ey. Wir kriegen das gleich hin hier. Nuki, geht also mal ein bisschen... Ich kann mich auch hier hinstellen. Ey, oh, dann könnt ihr mein Auto noch als Rampe benutzen. Ja, er hat's auch, oder? Digga, ich hätte ihn mitgenommen, so ein bisschen Teamparcours oder so. Digga, ich versuche auf jeden Fall, ich versuche. Ein bisschen Windstand. Nuki muss, glaube ich, weiter nach vorne, um sie folgen. Alter! Oh, Nuki! Einfach besser als Marvin, Alter! Hey, easy peasy! Mit Windschatten! Easy peasy! Mit Windschatten. War kein Windschatten. Ne? Ich habe keinen Windschatten gesehen. Los! Nein! Ich hätte ihn mitgenommen. Könnt ihr irgendwie zusammenarbeiten? Ich kann gerade Nuki dabei zugucken, wie er beim Windrad verkackt. Ich hatte so einen Schiss. Das Teil ist bei mir einfach so schnell schon wieder, ey. Danach kann man noch verkacken. Wollt ihr mich verkacken? Ja, du kannst wirklich verkacken. Aber ich glaube wieder, das Windrad ist bei Nuki langsamer als bei mir und bei Marvin wahrscheinlich wieder noch ein bisschen langsamer. Digga, oben. Ich würde es feiern. Oben. So schnell schon wieder. Ja, was soll ich für einen Boost? Hä? Yeah, Alter! Digga. So, jetzt nicht verkacken beim Windrad. Oh. Alter, das war. Oh, davor auch nicht. Aber mir, ich kann euch sagen. Oben. Guck mal, oben. 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 Was? Ja. Oben. Digga, warte, oben. 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 Digga, bei mir ist richtig langsam, ey. Digga, bei mir ist das so schnell. Das hat sich so ausgezogen bei dir. Digga, warum ist die scheiß Digga bei mir immer so schnell? Ich möchte jetzt bitte, Jeremy, dass du einmal die Sichten von Marvin und mir vergleichst beim Windrad. Was? Ja. Digga, warte, oben. 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 Digga, bei mir ist richtig langsam, ey. Digga, bei mir ist das so schnell. Das hat sich so ausgezogen bei dir. Viel Spaß, Jeremy. Um einmal bildlich darzustellen, wie schnell das bei mir ist. Hallo, nicht abkürzen hier, ja? Ich bitte dich. Ja, was? Ja, einmal links und rechts wieder fahren, Brudi. Aber ich bin auch gerade ein bisschen gehandicapt, weil ich jetzt seit einigen Tagen echt so einen heftigen Insektenstich am Bein habe, Digga. Da hat mich eiskalt, keine Ahnung, so ein Blut drauf angegriffen. Digga, er wurde einfach von so einer Mücke gestochen, Alter. Und weint drum, als wäre es keine Ahnung was gewesen. Das war mindestens so eine genmutierte Bremse aus China, Alter. Das neue Covid habe ich hier auf jeden Fall nach Deutschland gebracht jetzt. Ja, lass mich raten, so eine genmutierte Mücke aus China, ne? Digga, du weißt nicht mal, was eine Bremse ist, Alter. Du denkst die ganze Zeit, wenn ich Bremse sage, Digga, an die Bremsstreifen in deiner Hose, Alter! Natürlich weiß ich, was eine Bremse ist, Alter. Digga, du denkst nur an die Bremsstreifen in deiner Hose. Auf dem Land haben wir Bremsen erfunden, Alter. Digga, du hast auf jeden Fall die Bremsstreifen in deiner Hose erfunden, ey. Ja, in meiner Hose sowieso. Digga, in deiner Hose hat dein Vater die erfunden, ey. Ja. Das gibt nicht mal Sinn, Alter. Ja, natürlich. Junge! Viele Punkte muss man nicht der machen. Der war in deiner Hose bremsstreifenmäßig am Start, ey. Auf jeden Fall richtig fett angeschwollen, richtig am durchragen. Ich habe das meiner Mutter gesagt, die meinte, ey Marvin, geh ins Krankenhaus, das ist eine Blutvergiftung. Ich so, ja, ey, ich bin ein starker Junge, Alter, ich halt noch Digga, durch. Hauptsache, du gehst einfach ins Krankenhaus, weil du einen Mückenstich hast, ey. Digga, ein Bremsenstich, lahm mich nicht voll, Alter, mein ganzes Bein ist dick geworden, Digga, auch mit einem Bremsenstich, ja, hallo, Herr Arzt, also ich weiß, da wartet jemand so, der braucht eine neue Niere und er hat hier seinen dreifachen Beinbruch, aber dieser Bremsenstich an meinem Fußgelenk. Ach, Sie haben nur eine Blutvergiftung, ja, da warten Sie auch bitte zwei, drei Tage, mehr, Alter. Ich kann nicht mehr es aushalten. Digga, richtiger Klacko, ey. Okay, im Endeffekt war es bei mir keine Blutvergiftung, denke ich jetzt einfach mal. Nein! Ja. Yeah. Ich rette dich, Nuki! Ja, komm. Lol. Jetzt geht's runter. Ich wollte mich beeilen. Er ist komplett runter, Alter. Ich wollte mich beeilen, sorry. Lol. Immer müssen wir auf Marvin warten hier. Hallo, ich will. Immer muss man auf Marvin warten. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Zeit haben. Einen wunderschönen guten Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nüsse kraulen, guten Dienst, guten Feierabend, guten Hunger und guten. Eingereicht. Achso, by the way, liebe Chatschers, sind wir zu supporten, um dafür 1 Euro auszugeben, Daumen nach oben später und einen coolen Kommentar schreiben. Und natürlich sehr gerne unsere Zweit- und Dritt-Channel, den doppelten Ehrenlord und den Zigor ausstecken. Küsschen. Hallo. Shit. So, ja, Marvin, was wolltest du? Also, bei Insektenstichen, wenn die brutal werden, ne, da kann es wirklich sein, die Chance ist sehr gering, aber es kann sein, dass es wirklich zu einer Blutvergiftung kommen kann. Dann habt ihr Fieber, euch geht's richtig beschissen.
Und dann solltet ihr ganz, ganz schnell zum Arzt gehen. Also das darf man hier nicht, das darf man hier nicht komplett belächeln. Ja, bei mir, ich glaub, du hast Fieber, oder? Bei mir darf man das belächeln, weil es bei mir nicht so weit ist. Aber falls Muchachos die Symptome haben, ja, passt da auf euch auf. Ich glaube, so dicke Holz schon rum, wenn so eine Fliege auf seinen Arm landet. Digga, richtiger Ficklauch, ey. Das Gute ist, dass du es dir gerade ausdenkst, aber du wirklich rumweinst wegen deinem Insektenstich am Fuß. Hab ich auch! Hab ich auch, gebe ich zu! Digga, es war richtig heftig angeschwollen, aber das Ding ist ja, ich wurde gestochen, ey, ich wurde gestochen. Mit der Hose überraschen, Marvin, immer. Ich wurde gestochen. An dem Tag gar nichts, erst am nächsten Tag. GG. Denk ich auch so, what the fuck, ey. Warum? Ah, Nugi! Digga, immer muss ich auf die Leute warten, ey. Lol. Ach, Timeout, oder? Oh, oh, oh! Ey, wann hattet ihr euren letzten besten Stich oder so? Wie lange ist das her? Ich hatte in meinem Leben. Ich weiß das gar glaube, nicht. Ich glaube, zwei Wespenstiche. Oh, Wespenstich ist mega. Einer her, war ich, irgendwie ja. Mit 18, 19 im Heidepark. Da saß ich gerade rum, hab chillig irgendwas gegessen und hatte eine Wespe. An meinem Bizeps, auf der Innenseite quasi. Und hab mich dann irgendwie meinen Arm so an meinem Körper abgestützt und dann hat sie mir in den Bizeps gestochen. Lol. Aber das war mein erster Wespenstich. Ich fand das nicht, dass er so übertrieben wild war. Nein! Es hat schon gezimmert so ein bisschen. Es hat schon so ein bisschen gezimmert, aber war jetzt nicht so übertrieben krass. Nee, also das hat auch nicht so heftig wehgetan. Deswegen dachte ich so, was war das? Weil ich konnte nicht mal sehen, was das ist. Hallo, kann mir jemand helfen, bitte? Nee, geht gar nicht. Ausverkauft. Aber es gibt so ein. Warte. Nugi, ja. Warum? Digga. Warum holst du doch mal Anschwung, Alter? Ich wollte gerade sagen, machst du doch in einem Bums, ey. Kann mich jemand seitlich anbumsen? Ja, warte. Ja. Danke für deine sanfte Arbeit, Marvin. Hey, ich hab mir Mühe gegeben. Dass es am Ende nicht funktioniert hat, war dein Verdienst, ey. Nee. Natürlich, ich hab mir Mühe gegeben. Nee, das sah nicht aus, als hättest du die Mühe gegeben. Hab mir Mühe gegeben, nein. Sagt der Neue. Nein. Ich hab mich. Guck mal, wo ich bin. Hallo! Du hättest alles erzählen können, aber nicht, dass du die Mühe gegeben hast. Ey, Bremsenstich! Ja. Ist auf der Skala, die ich bei so einem Arztbericht gesehen habe, gleich auf mit Wespen- und Hornissenstich, ja? Bremsenstich ist auch böse, Alter. Also Bremsenstich hatte schon viele. Wobei es ja kein Bremsenstich ist, ja? Ich bin ja schon jetzt Google-Doktor, ja? Doktor? Ich wurde promoviert vor 3000 Jahren. Die beißen, wirklich. Die beißen und dann muss man aufpassen, dass sie das nicht aufkratzt, ja? Weil wenn ihr das aufkratzt, dann kann es nämlich zu einer Blutvergiftung kommen. Erstens. Ich hab das schon häufiger aufgekratzt, glaube ich. Erstens durch das Rüsselwerkzeug der Insekten. Digga, Rüsselwerkzeug hört sich geil an, oder? Deswegen hast du es schon auch gemerkt, das Wort. Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht, das Rüsselwerkzeug. Ehrlich? Das wird es im Wikipedia-Artikel stehen. Digga, Rüsselwerkzeug hört sich gut an, ey. Digga, hab ich auch in der Hose, ey. Sehr schön, dass Deko 33 ist und immer noch Freude hat. Ey, man muss sich einfach, Digga. Man muss sich die Freude an den kleinen Dingen im Leben. Was ist das jetzt? Warte. Schauen wir mal, ne? Ich hoffe, erst so langsam fahre ich nämlich weiter. Das ist so blöd, drück E. Dann fahren wir weiter, ne? Easy peasy, Mückenstyle. Ich glaube schon, dass Deko bei so einem Mückenstich, wobei. Ich bin wahrscheinlich derjenige, der wieder todes zugestochen wird, wenn wir irgendwie auf der Gamescom unterwegs sind oder sonst irgendwo unterwegs Nature, sind. Nature, Marvin. Digga, ich. Auch neben meiner Frau, ich krieg jeden scheiß Fick ab, Alter. Alle Insekten wollen mich bumsen, jeden ey. Jeden scheiß Fick, auch im Knast und so, Alter. Jedes Insekt. Jeden scheiß Fick ab, ey. Jedes Insekt will mich einfach haben. Ich werd todes weggestochen. Alle, die mit mir im Raum sind, nichts passiert, ey. Nichts. Digga, letztens hat auch Dieter im Gefängnis Marvin weggestochen, ne? Zumindest nicht Uwe, ey. Digga, wenn, dann musst du Uwe oder Ulf nehmen. Dieter, Digga. Oh, ihr müsst übrigens gerade ausspringen. Okay, das ist ein Troll. Nicht gerade ausspringen? Doch, man muss gerade ausspringen. Okay. Aber du musst auch am Windrad vorbeispringen. Jetzt haben wir wieder einen Boost. Nice, Digga. Oh, wow! Also holt euch die Marvin Protection. Ja. Oh. Oh, easy first try. Für den nächsten Campingausflug, ja, scheiß auf Zitronengewächse, die bringen eh nichts. Scheiß auf, wie heißt das, Autan oder so? Die ganze Chemiekacke bringt nichts. Bucht euch einfach Pro-Fucking-Boss. Ja, Digga, muss nicht den Boost. Ab.
nutze nicht den Boost. Easy. Ich war viel zu schnell mit dem Boost. Digga, muss ich jetzt schon wieder warten, oder was? Nee. Warte mal. Oh nein, warum Klo? Oh, achso, ist ja, glaube ich, einfach. Digga, geil, oder? Nein. Seid ihr der Ego gefahren, oder nicht? Nee. Okay, ich mach's einfach mal. Ach, da am Vorwald nach oben, oder was? Boxershorts. Ja. Achso, okay, wir machen den Ego wieder aus. Mein Ego ist jetzt ausgeschaltet, aber ich hab eine andere Sicht. Digga, dieser scheiß Club, Alter! Digga, easy, first try. Mist, ich freu mich schon so auf den Nature, Alter, nur noch 2 Wochen, ne? Nein! 2 Wochen sind Nature-Zeit, Alter. Nature! Oh. Ja, dann bucht mich. Digga, ich hab Marvin schon kostenlos dabei. Oh, ich hab so ein Nature One All Inclusive Paket gebucht mit Marvin am Start. Gegen Mückenstiche. Digga, es gibt ja sogar, also Zitronengewächse kennt man ja, aber es gibt ja so Infraschall-Scheiße auch, ne? Ich weiß nicht, ob das Infraschall ist, aber so Geräusche, die die Mücken dann weghalten soll. Oder diese komischen Elektro-Dinger. Ich kenne Geräusche und ich kenne solche... Das funktioniert nur bei Motten oder so ein Scheiß. Seit wann sind Mücken denn nicht? Nee, Lichter. Ja, doch, Mücken kommen auch zum Licht. Ja, die riechen doch Scheiße. Ich glaube, alle Insekten kommen zum Licht, glaube ich. Was riechen die? Schweiß? Ja, die so. Nudeln dich doch wegen deinem scheiß Schweiß, Digga. Nicht, weil du leuchtest wie so eine Perle, Alter. Das heißt, wenn du so eine Mücke schon im Zimmer hast, dann bringt die Scheiße doch gar nichts, Alter. Nee, da bringt einfach nur töten, das Ding. Töten! Töten! Weg damit! Töten! Okay, ich bin jetzt hier. Ich hab Frühlingsgefühle, ich will töten. Also, andere Seite. Du hast den Vault gerade sogar verkackt. Ich dachte, du wärst zumindest bei dem Windrad-Scheiß. Oh. Achso. Guck mal, wir haben schon den nächsten Punkt, Brudi. Ich dachte, du wärst hier ganz in der Nähe. Oh. Ich soll übrigens mal wieder Witze vorlesen. Oh, Digga. Dann sammle ich den auch mal schnell ein, ne? Nein! Nugi, kommen Sie bitte! Ist das sad. Ich bin, ich bin überrascht ein bisschen darüber, wie viele Muchachos mir im Stream-Chat schreiben, dass sie auch auf die Nature fahren. Es sind echt viele, Digga. Hä? Warum bin ich jetzt noch so das Auto? Jetzt musst du hier links fahren. Lol, sag genau mal, habt ihr nicht auf mich gewartet? Genau da lang fahren, wir dachten, du wärst genau schon da. Ey, ja, da. Dreckigen Muschis. Okay, und nur das, dann bist du gleich da. By the way, Muchachos, ne, falls ihr auch von Nature am Start seid, so traditionsmäßig machen wir es immer so, dass wir ein Foto posten von unserem Zeltplatz. Eine Story, kein Foto. Ein Foto in unserer Instagram-Story von unserem Zeltplatz. Dann, wir haben so eine Flagge oben dran und einen relativ großen Aufbau. In der Regel kann man uns dann damit irgendwie auf dem Zeltplatz finden. Dann könnt ihr gerne rumkommen, bisschen schnacken, wir können auch eine Runde Flunkyball spielen. Bringt ein Edding mit. Bringt ein Edding mit, falls ihr ein Autogramm haben wollt. Aber bitte nicht so lange, nicht irgendwie eine halbe Stunde bei uns rumpimmeln oder sowas. Wir sind ja mit unseren Kumpels da, die wir auch nicht so häufig sehen. Und so ein bisschen dem Privatsphäre, den Freundezeit wir haben wollen. Aber ne, für eine Runde. Eko will sich einfach nur richtig hart besaufen und will nicht, dass da irgendwelche komischen Videos entstehen. Tut mir leid. Naja, ist ja egal, wie lange die Leute da sind. Wenn sie da sind und ich besoffen bin, dann könnten diese Videos entstehen. Müsste ich sagen, Campingplatzverbot. Wir posten kein Foto und es darf keiner rumkommen. Digga, es ist. Aber bei uns dürften jetzt ja auch schon so 3 Bierchen reichen, oder? Es geht mittlerweile schnell bei uns, ja. Haben wir dieses Jahr eigentlich wieder eine Zapfanlage da? Ich habe nicht extra nachgefragt, aber ich gehe stark davon aus, dass wir wieder eine Zapfanlage da haben. Ja. Alter, das ist schon geil. Kaltes Bier, Digga. Einfach richtig geiles, frisch gezapftes Bier. Und nicht so ein Bier, was bei Nugi um die Ecke ist. Ne? Ich darf ja nicht sagen, wo du wohnst, aber so Richtung so Bremen, ne? Digga, niemals Becks oder so ein Kack, ey. Ziemlich viele feiern sehr sogar Becks, ne? Alter, Digga, Schwede! Ja, Becks richtig hart gefeiert, aber mittlerweile nicht mehr. Also Digga, weil Becks immer noch. Digga, weil Becks einfach in jedem Club einfach käuflich erwerbbar ist. Und deswegen ballert man sich sowas rein, aber. Ey, ich muss schon. Ich weiß nicht, ob das früher anders oder besser war. Ich glaube auch, Becks war früher einfach mal anders. Die wurden ja irgendwann aufgekauft. Nein. Doch, die wurden aufgekauft. Ja, die waren immer gleich, ey. Also ich muss auch sagen, mir schmeckt's überhaupt nicht mehr. Wir haben unser Festivalbier aus Herforder. Geiles Zeug. Kann man gut trinken. Können wir mal nachfragen, ob man Guinness irgendwie auch noch anbieten kann? Bei Guinness bin ich raus. Musst du mal nachfragen. Kannst du das vielleicht nachfragen. Oh shit. Digga, Guinness wäre schon brutal, ja, wir kaufen ja die Bierfässer auf Kommission und zahlen quasi nur, was wir getrunken haben am Ende. Da brauchst du aber so eine bestimmte Technik, glaube ich, weil die da so Stickstoff reinballern. Was? Ganz genau. Nein. Was? Wo? Ballern die Stickstoff rein? Ja, deswegen gibt's ja diesen Schaum da, diesen komischen geilen Schaum auf dem Guinness, ja.
diesen sahnigen Schaum. Achso. Gar nicht. Ach, dachte, meinst du, brauchst du eine spezielle Zapfanlage noch dafür? Ja, deswegen ist in den Dosen ja auch immer noch so eine Kugel drin. Das ist ja so, das, die aber nicht funktioniert so wirklich. Okay. Kenn ich nicht. Auf jeden Fall kannst du auch wirklich nach Irland reisen und kannst da so ein Guinness-Zertifikat kriegen. Da will ich auch irgendwann nochmal hin. Da bin ich eiskalt der Guinness-Verkoster, ja? Wir haben ja im Livestream haben wir jetzt mitbekommen, jemand ist ein Energy-Verkoster, der Black Wolf, Kuss geht raus. Und da haben wir schon gesagt, so, um als Energy-Sommelier tätig zu sein, brauchst du auf jeden Fall eine kaputte Leber. Dein Herz muss richtig zerstört sein. Also was gibt's noch so? Warum Leber? Macht Energy auf die Leber kaputt? Ich glaube, Energy macht alles kaputt. Ne? Also Herz oder sowas ja, auf jeden komplett. Fall. Aber nein, deswegen nicht beim letzten! Oh, in Maßen genießen. Ja, Muchachos, nur in Maßen. Oh. Ja, wenn man jung ist, ist das immer auch so ein bisschen, ne? Also ich sage jetzt auch mal in Maßen, aber wir hatten ja auch unsere Phasen, wo wir 5, 6 Dosen Monster am Tag getrunken ich haben. Ich nie, Digga. Du warst... Natürlich, nein, Alter. Digga. 5, 6 Dosen. Wie er mich voll labert, Alter. Digga, als ob ich 2,5 Liter Energy mehr reingezogen habe. Im Club vielleicht mit Wodka, nein, ja. Wenn wir... Digga. Ich hab nie mehr als 2, höchstens 3 Dosen doch am Tag getrunken. Fukushima, Alter. Hundertprozentig. Digga, zieh mich doch nicht in so eine Scheiße. Hundertprozentig. Wir hatten also, damals den komplett identischen Energy-Konsum, ey. Also ich kann mich an unsere Sessions noch erinnern, wo wir im 1-Euro-Shop immer palettenweise Monster gekauft haben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wirklich 4-5 Monster am einen Tag getrunken zu haben. Also ja, richtig gestört, ey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es auch gemacht hast. Warte doch, du ich Lappen. Hab morgens. Ich warte doch. Morgens zum Aufstehen eingetrunken, dann zum Anfangen zum Zocken noch einen, dann noch einen auf dem Weg zum Training. Dann ein nach dem Training vorm Zocken. Alter. Und ein irgendwann abends, damit wir noch länger zocken können. Alter, weil es gibt doch jetzt Training. Diesen. Also schon etwas länger gibt es doch diesen Prime. Nein, lass es doch. Es gibt doch diesen Prime von Logan und diesen KSI oder wie der heißt, ne? Das in Energy? Ja, dieser Prime. Ja, das ist mit Energy. Der ist in manchen Ländern sogar schon so ein bisschen in Verruch geraten, weil der, ich glaube. Jetzt Halbwissen wieder, ne? Ich glaube, der hat doppelt so viel Koffein wie ein Red Bull, so, ne? Also ist nicht so nice. Und die Target-Gruppe, also die Zielgruppe, ist eben so 13, 14, ne? Und deswegen fragt man sich so, okay, ist das so nice? Das Gute ist, wir haben ja eigentlich eine relativ alte Zielgruppe. Das heißt, wir können den Muchachos sagen, ey, ihr könnt euch alles reinballern, ey. Hauptsache kein Koks, ey. Oh! Digga, ballert einfach. Baller, baller, baller. Reinballern. Fall, ey, du bist so ein Lamm, pass Alter. Auf, ey. So ein Penis. Hey, wer? Lawrence. Digga, dass du mich dafür jetzt anbeleidigst hier, ne? Runter. Hä? Nein. Oh. Du bist einfach viel zu früh nach links gefahren, Alter. Nein. Ich hab dich sogar noch von hinten gerammt und du bist trotzdem zu früh runtergefahren. Nein, boah. Das war knapp, ey. Wieser Lappen, ey. Oh, ich will jetzt erst ein Ziel, runter. Digga. Ich will jetzt erst ein Ziel. Los. Nein. Hast du denn? Nein. Bitte, bitte. Punkt. Nein, nein. Oh, ich hab den Punkt. Nein, nein. War ich schon vor mir? Oh, ich verkacke beide nochmal ordentlich. Hier lang? Wie ist das richtig? Ja. Ja. Nein! Ja. Nein. Ja. Hallo. Warum ist es Zeit, dich einzuholen, glaube ich? Das sind Bibi und Tina. Ich hab's noch nicht gesehen. Nein. Hä? Hä? Was ist das? Nein, was ist das? Was ist das? Nein! Hä? Nein, nein. Nein. Marvin. Ja. Marvin, mixen. Nein! Was muss ich drücken? Nein, nein. Digga, ich hab keinen guten Spawn, Alter. No. Ich hab jetzt dreimal die gleiche Scheiße gedrückt. Scheiße, was ist denn passiert? Wie kommt man denn da jetzt rüber? Was muss ich jetzt drücken? Muss ich jetzt das drücken oder das? Oh. Ich dachte, ich muss eigentlich... Muss ich das oder das drücken? Hä? Ich dachte, es geht so. Nein, Nico, nein. Hä? Oh. Warum kommt das nicht? Hä? Lol, ist das auch legit? Digga, ja, ist legit bei dir. Er hätte es zubauen können, Das war gut so. Also was hab ich jetzt für einen Spawn? Achso, okay, gut. Dann pass mal. Nein! Ja. Yeah. Hä, wie Mann. Geht das? Der dreht sich bei mir gar nicht so schnell. Nein! Nein! Ah. Warte mal. Oh, jetzt hab ich einen guten Spawn. Ah, Nummer 5, es ist Nummer 5. Nummer 5 durchdrücken. Nein! Oh, ich war fast drauf! Digga, wie Marvin scheiße labert, ey. Hä, aber du musst doch drauf springen! Nicht drauf irgendwie fallen oder so? Du musst einen Bremssprung machen. Ah! Ja, mach ich doch.
Aber Bremssprung ist nur um 8 und nicht nur um 5. Ja, ich weiß. LOL! Hab ich's? Nein. Oh, schade. Ah, Er hat sich Legend gemacht. Was heißt never, Digga. Never hat das Legit gemacht. Ah, hat er nicht. Was heißt Legit? Der Legit hat drauf gesprungen. Naja, ich sag mal, ich bin da drauf gedingst, hab so leichten Bremssprung gemacht, bin nach hinten gerollt und hab den Punkt eingesammelt. Digga, Boxershort, sofort! Aber einen richtigen Bremssprung kann man gar nicht machen da. Also ich glaube nicht, dass ihr es schafft, wirklich mit einem Bremssprung... Kann man eine Vorwärtsfahrt? Nee. Na, okay. Schade, ich dachte gerade. Vorwärts wird's klappen, aber okay, da ist eine Bremse. Digga, das muss doch irgendwie gehen, irgendwie legit. Oh shit, das war. Oh, das Beyblade. Ist auch eine nette Idee, ja. Mach den Beyblade. Naja. Beyblade oder ein Drehen? Ist ja nach vorne. Oh! LOL! Hast du's auch? LOL! Ey, nein! Ey, aber. Ey, alles kann, ey, das ist ey nicht also, dein Scheiß, ey. Ey, der war mehr als lucky, ey. Das kann ich so nicht annehmen. Ich hab alles gehört, das Auto hier, was hier ist, als Rampe genommen, er ist genau aufs Auto gefahren, ja. Aber, ich hätte es durchgehen lassen. Das wundert mich ja. Du mieser Choco, ey. Also, richtiger Bremssprung klappt hier nicht. Und, ich seh nichts mehr. Oh, lol. Jetzt hat Nogis gemacht wie ich. Ach, so hast du es gemacht? Glaub schon. Du bist auch gerade aufgekommen, hast einen kurzen Bremssprung gemacht und bist rückwärts gerollt. Nee, ich hab gar keinen Bremssprung. Ich bin einfach aufgekommen, hab mich gedreht. Ich hab immerhin einen leichten Bremssprung gemacht. Hab ich's? Nein. Oh. Okay, fahr rein. Oh. Ja, so hab ich's geschafft. Ich warte auf dich. Aber das geht nicht, ey. Lade mich nicht vor. Du kannst keinen richtigen Bremssprung machen. Soll ich nicht? Ja, fahr rein. Baller rein da! Okay, komm. Ich hab hier noch so ein schönes Bild. Aber diese Map wurde auch kopiert. Und ich hab von Mietje gehört, dass es bei der beim Kopieren Probleme geben kann mit dem Abstand. Das heißt, vielleicht ist das einfach so ein paar Zentimeter, einen Meter. Wow! Ein paar Zentimeter einfach. Ja, falsch gelegt einfach, ne? Sagen wir mal falsch gelegt. Also, coole Map. Am Ende hat Deko unverdient gewonnen, muss man mal dazu sagen. Frechheit! Der miese Chaco, ey, schafft ja so eine Random-Stelle hier, ey. Aber schaut gerne bei Nugi vorbei. Ja, der ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, genau, schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr auch schon mal so einen krassen Bremsenstich bekommen, wo euch fast das Bein abgenommen wurde, so wie bei mir gerade? Daumen nach oben, bis dann. Ciao, ciao.